Hello friends, in this video I will show you this German magazine where the sound card tests inside, and one sound card they tested was this Aztec Sound Galaxy BX2. So I thought it might be interesting for you to see what was the conclusion of this test for this card. As this is a German magazine, I will switch to German and read the test in German, and for my English speaking audience I will give you subtitles in this video so that you can switch these on in the YouTube video settings. Ja, das Chip-Magazin ist euch sicherlich ein Begriff. Das ist ein sehr bekanntes deutsches Computermagazin, das es bis heute gibt, vom Vogel Verlag. Und in dieser Ausgabe von Juni 1994 wurden unter anderem Soundkarten getestet, und da werden wir jetzt mal einen Blick reinwerfen. Ja, die getesteten Karten sind hier aufgelistet. Die meisten davon kenne ich nicht und habe ich auch nicht. Die Audio Blaster 2.5, Audio Plus 1600, die Master Boomer, interessanter Name, Mozart Soundsystem BTC 1820, da habe ich zwei Stück von, ich weiß aber nicht, ob die funktionieren, die muss ich nochmal testen. Dann die ProSonic 16, die Soundblaster 16, die haben wir natürlich auch. Die Soundblaster Pro Deluxe, Sound Galaxy BX2, das ist die Karte, die ich euch eben gezeigt habe, wo wir uns heute den Test anschauen werden. Die Soundpower Pro 16, die ATI Stereo FX und Trust Sound Expert Deluxe 16 und Sound Expert Deluxe 2. Ja, hier wird unter anderem der Frequenzgang der Karten gemessen in diesem Test. Und es gibt auch einen Hörtest, den eine Jury vorgenommen hat. Und da schauen wir mal, was die zu der Karte schreiben. Ja, Bilder sind hier leider kaum abgebildet. Das war wohl damals nicht so üblich in den Magazinen, sondern nur sehr kleine, ganz kleine Bilder hier. Falls ihr diese Karte kennt oder erkennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Diese beiden Karten kenne ich nicht. Und die Master Boomer sieht nach einer Soundblaster, nach einem Soundblaster-Klon aus. Sowas habe ich schon mal gesehen, aber glaube ich unter anderem Namen. Habe ich aber selbst nicht in meiner Sammlung. Hier können wir einmal schauen, wie die Sound Galaxy BX2 abgeschnitten hat. Diese Karte kostete damals 150 D-Mark und hatte 12 Monate Garantie. Den OPL2 Synthesizer Chip. Kompatibilität 1 und 3. Das heißt Soundblaster kompatibel und Adlib kompatibel, also OPL2. Eine 8-Bit-Soundkarte mit 22 kHz Sampling Rate und Sampling Auflösung bis zu 44 kHz. Der Clear Faktor ist hier angegeben mit 0,03 und 5,1. 0,03 beim Durchschleifen und 5,1 beim Sampling. Das ist schon relativ viel. Sehen wir auch hier an den anderen Karten, die damit Werten unter 1 glänzen können. Ja, dafür gab es hier ein recht großes Software-Bundle mit WinDAT, SoundScript, Utilities und Monolog. Ansonsten hat die Karte einen Line-In-Eingang, einen Mikrofoneingang, einen Ausgang natürlich und auch einen MIDI-Anschluss. Kommen wir jetzt zur Wertung. Die Karte hat im Klang bei MIDI 0 Punkte bekommen, bei Spielen 5.
Das Beste ist hier ansonsten, also es geht wohl, die Skala geht wohl bis 10. Vermute ich zumindest. Allerdings ist hier keine Karte über 7. Die Hardware wird mit 7 Punkten bewertet, die Software mit 8 Punkten, die Dokumentation mit 7 Punkten. Und das ergibt dann eine befriedigende Note. Kompatibilität 4 Punkte, MIDI einen Punkt. Das gab hier dann gerade noch ein ausreichend. Ja, der FM-Synthesizer, der OPL2-Chip, kriegt 7 Punkte und wird auch als ausreichend bewertet. Und die Sampling-Qualität kriegt 5 Punkte und wird mit mangelhaft bewertet. Wahrscheinlich unter anderem auch wegen dem hohen Klirrfaktor. Die Mozart hat hier den Chip-Tipp bekommen. Allerdings auch nur ein befriedigend. Also hier wurden ausdrücklich auch preiswerte Soundkarten getestet. Diese Karte kostete 200 D-Mark, aber hat eben hier eine gute, ja, eine gute Sampling-Kurve. Die ProSonic 16 ist eine Karte mit MediaVision Jazz-Chipsatz. Und die Soundblaster 16, die kennen wir natürlich auch alle. Die hat hier auch einen Tipp bekommen, weil die auch mit einer, ja, vergleichsweise guten Soundqualität glänzen konnte. Preis der Soundblaster-Karte war hier damals angegeben mit 260 D-Mark. Die Pro Deluxe kennen wir auch. Das dürfte die CT 1600, 2600, weiß ich jetzt nicht genau, sein. 200 Mark und die Karte, die wir uns heute anschauen, das ist die Sound Galaxy BX und da lese ich einmal kurz vor. Der erbitterte Rivale von Creative heißt Aztec. Die Sound Galaxy BX2 ist im untersten Bereich angesiedelt. Sie verwendet den OPL2 und samplet bis 22 kHz bei einer Tiefe von 8 Bit in Mono. Wiedergeben kann sie maximal 44,1 kHz. Bei diesen Werten sind niedrige Frequenzgangwerte zu erwarten, aber so katastrophal müssten sie eigentlich nicht ausfallen. 38 kHz bis 1,44 kHz Telefonqualität reicht bis 4 kHz. Also mit anderen Worten, unterhalb von Telefonqualität. Auch bei der Sound Galaxy produziert der MIDI-Treiber Musik mit ein paar falschen Noten. 0 Punkte sind die Quittung. Bei Freddy, das ist das Spiel, mit dem Sie getestet haben, liegt die Karte mit 5 Punkten im mittleren Bereich der OPL2-Karten. Insgesamt muss ihr dennoch mangelhafter Klang bescheinigt werden. Die Karte erreicht mit Mühe und Not ein ausreichend. Nicht besonders toll für 150 D-Mark. Ja, also wie ihr lesen könnt oder wie ihr hört, wurde diese Karte relativ zerrissen von der Kritik. Und man hat ihr eine schlechte Soundqualität bescheinigt. Ich habe in einem anderen Video schon mal hiervon eine Aufnahme gemacht und hochgeladen. Und das Video werde ich jetzt euch einmal verlinken, damit ihr selbst entscheiden könnt, wie ihr die Soundqualität der Karte beurteilt. Hier noch ein kurzer Blick auf die anderen Karten des Tests. Die SoundPower Pro. Diese Karte kenne ich auch nicht. Hier ist, doch, die ist mit dem Jazz 16 Chipsatz ausgestattet. So eine Karte habe ich nicht in meiner Sammlung. Die ATI Stereo FX. Das ist eine tolle Karte, finde ich. Und auch eine relativ seltene Karte, zumindest hier bei uns in Deutschland. Die Trust Sound Expert Deluxe. Das ist eine Mozart-Karte. Und hier unter fast gleichen Namen, nur statt Deluxe 16 die Deluxe 2. Eine ganz andere Karte, ebenfalls eine Soundblaster-Klonkarte mit OPL2 und einer sehr merkwürdigen Frequenzgangkurve.
Ja, Fazit der Tester hier ist, dass große Namen Schall und Rauch sind. Ich lese euch das gerne auch noch einmal kurz vor für meine englischsprachigen Abonnenten. Der allgemeine Preisverfall bei Computern hat auch die Preise für Soundkarten mächtig in den Keller gedrückt. Da der Personalcomputer in der Disziplin Computerspiele längst den ausgemachten Spielecomputern wie Atari und Amiga den Rang abgelaufen hat, rüsten immer mehr Benutzer ihre Rechner mit einer Soundkarte nach. Viele Händler geben Karten aus dem unteren Preisbereich schon als Dreingabe beim Kauf eines PCs mit. Billige Karten haben in der Regel auch die schlechtere Dokumentation. So manche ziert ein schmales englisches Heftchen oder der Hersteller versucht mit mäßigem Erfolg an der deutschen Sprache. Neben Anweisungen, wie man den goldfingerigen Randstecker der Tonkarte ausrichtet, finden sich Bezeichnungen des gebrochenen Abschnitts einer PC-Hauptplatine. Von diesen Anleitungen ist keine echte Hilfe beim Einbau zu erhoffen. Doch der Soundkartentest brachte auch die ein oder andere Überraschung. Mozart konnte überzeugen. Inzwischen gibt es sogar eine Reihe von kompatiblen Karten, die Mozarts Chips benutzen, so dass bei diesen Karten noch mit einem weiteren Preisrutsch gerechnet werden kann. Andere Karten wirken auf den ersten Blick überteuert. Sie können jedoch aufgerüstet werden und bieten dann Eigenschaften von echten Luxus-Soundkarten. Die Soundblaster 16 geht mit gutem Beispiel voran. Hier sollte sich der Interessent genau überlegen, wofür er die Karte einsetzen möchte und wie sich sein Bedarf in Zukunft verändern könnte. Der spätere Verkäufer einer gebrauchten Soundkarte, um auf ein leistungsfähigeres Modell umzusteigen, ist angesichts des Preisverfalls kein gangbarer Weg. Der spätere Verkauf einer solchen Soundkarte. Ein großer Name garantiert noch lange keinen großen Klang. Während die erste Garnitur der großen Hersteller immer wieder im Chip-Test gut abschneidet, musste sich jetzt die zweite Liga durchweg von Newcomer Mozart geschlagen geben. Der Markenname außen auf der Verpackung sagt kaum etwas über die inneren Werte der Soundkarte aus. Ja, den Klangtest hat hier gewonnen die Soundblaster 16, gefolgt von den beiden Mozart-Karten. Und bei der Ausstattung sind die Karten doch deutlich näher beisammen. Gewonnen hat hier die Soundpower Pro 16. Die hat einen Jazz-Chipsatz, wenn ich mich recht erinnere. Gefolgt von der Mozart-Soundkarte. Von der Pro Sonic 16. Und dem Soundblaster 16. Ja, und die anderen liegen dann sehr nah beieinander. Ja, wie ihr seht, ist der Test doch aus heutiger Sicht etwas merkwürdig. Man ist hier grundsätzlich so gut wie gar nicht auf die Spiele eingegangen. Man hat einen Hörtest von einem Spiel gemacht. Ich denke mal, das wäre aber der Haupteinsatzzweck der Karte gewesen. Und gleichzeitig ganz interessant ist die Frequenzmessung hier, wie ich finde. Ja, die Mozart-Karte wurde hier sehr gelobt. Obgleich die Mozart-Karte definitiv auch einige Schwächen hat. Hier wäre das fehlende hardwareseitige MPU4 401 Interface genannt. Die Treiber, die doch aus meiner Erinnerung nach doch etwas schwierig waren. Aber die Klangqualität konnte hier die Tester definitiv überzeugen. Ja, hier nochmal ein Blick auf die Karte. Und mein Video zu der Karte findet ihr hier gleich auf der Clickbox.